Kurz vor 20 Uhr steht es fest. Peter Feldmanns Amtszeit als Oberbürgermeister von Frankfurt am Main endet durch einen Bürgerentscheid. Ich sage erstmal, dass der Abend ja natürlich das Ergebnis nicht so hatte, wie ich mir das gewünscht habe. Das ist so, aber es ist Politik und es ist Demokratie. Bei dem Bürgerentscheid waren rund 500.000 Stimmberechtigte aufgerufen, sich für oder gegen den Verbleib Feldmanns im Amt des Oberbürgermeisters zu entscheiden. Über 95% der abgegebenen Stimmen waren gegen ihn. Zudem wurde das vorgeschriebene Quorum von mindestens 30% aller Wahlberechtigten erreicht, die für eine Abwahl stimmen mussten. Das Abwahlverfahren hatten fast alle Parteien im Frankfurter Stadtparlament unterstützt, auch die SPD, der Feldmann angehört. Denn er wollte trotz einer Reihe von Vorwürfen nicht zurücktreten. In einem Prozess vor dem Frankfurter Landgericht steht er unter Korruptionsverdacht. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm Vorteilsnahme vor. Er soll seine Beziehungen zur Arbeiterwohlfahrt genutzt haben, um seiner späteren Frau zu einer überdurchschnittlich hochbezahlten Stelle als Kita-Leiterin bei der AWO verholfen zu haben. Feldmann bestreitet das. Hinzu kamen peinliche Auftritte. Beim Flug zum Europapokalfinale von Eintracht Frankfurt machte er einen sexistischen Spruch über die Flugbegleiterinnen. Beim Empfang der Europapokalsieger im Römer riss er Kapitän und Trainer den Pokal aus der Hand, um sich selbst damit zu präsentieren. Damit ist nun Schluss und Frankfurt kann in einigen Monaten einen neuen Oberbürgermeister oder eine neue Oberbürgermeisterin in den Römer wählen.